Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema privater Immobilienverkauf und die damit verbundenen Fehler. Getreu dem Motto 1, 2, 3 Mainz gehen viele an das Thema doch sehr oberflächlich heran und es können gerade beim privaten Verkauf doch auch Fehler entstehen. Der erste Fehler ist, dass man einfach mit dem Thema anfängt und sagt, ich lege jetzt einfach mal los und man macht sich im Vorfeld gar keine Gedanken oder stellt sich auch Fragen, die gerade bei der Vermarktung einer Immobilie doch im Vorfeld auch beantwortet sein sollten. Zum Beispiel, wie lange dauert eigentlich die Vermarktung? Haben wir noch ein Darlehen auf der Immobilie? Gibt es eine Zwischenfinanzierung, wenn wir in eine neue Immobilie einziehen wollen? Das sind alles Fragen, die im Vorfeld natürlich erstmal geklärt werden sollten, bevor man mit der Vermarktung anfängt. Der erste Fehler ist natürlich, dass man einfach beginnt. Viele Eigentümer von Immobilien überhasten den Start der Vermarktung der Immobilie und legen einfach sofort los und stellen sich nicht im Vorfeld wichtige Fragen, wie zum Beispiel, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann wir verkaufen möchten, haben wir gegebenenfalls noch ein Darlehen auf der Immobilie, was abgelöst werden muss, oder brauchen wir eine Zwischenfinanzierung für die neue Immobilie, oder wann ist für uns der richtige Zeitpunkt, dass die Immobilie an den neuen Eigentümer übergeht? Haben wir den richtigen Verkaufspreis ermittelt? Das sind alles Dinge, die man im Vorfeld natürlich klären sollte. Und jemand, der sich Ihre Immobilie auch anschaut, der wird auch Fragen haben. Da sollte man sich natürlich auch darauf vorbereiten. Und dann kommen natürlich noch juristische Fallen einfach mit dazu. Gegebenenfalls, wenn Mängel an der Immobilie sind, sollte man diese Dinge einfach vorher beachten. Der zweite Fehler ist natürlich die Frage, kennen Sie den Wert Ihrer Immobilie? Wenn Sie das Haus oder die Wohnung irgendwann einmal gekauft haben, dann kennen Sie sicherlich noch den alten Kaufpreis. Und man weiß über die Jahre natürlich auch, wie viel Geld habe ich hier investiert und was ist in die Immobilie hineingeflossen. Und viele rechnen diese Dinge zusammen und sagen, wir wollen den gleichen Wert natürlich wieder haben. Da stellt sich aber die Frage, gibt der Markt heute vielleicht auch einen anderen Wert wieder? In der Regel ist es so, dass Angebot und Nachfrage den Preis regiert und auch die damaligen Investitionen und auch der damalige Kaufpreis ist sicherlich kein Indiz für den Wert der heutigen Marktlage. Deswegen auch da ist sicherlich der Rat, dass Sie sich einen Fachmann zur Hilfe holen, der Ihnen letztendlich den optimalen Verkaufswert ermittelt, damit Sie am Ende kein Geld verlieren, wenn Sie den Markt betreten. Fehler Nummer 3, wir brauchen keinen Makler. Viele sagen sich einfach, Mensch, wofür brauchen wir denn den Makler? Die Immobilie kriegen wir auch alleine verkauft. Nur häufig zeigt sich, dass ein Makler gerade durch sein Fachwissen und auch durch seine Berufserfahrung doch die Dinge viel routinierter einfach begleitet und die ganzen emotionalen Fallstricke, die auch bei einer Vermarktung einer Immobilie einfach aufkommen, viel anders bewertet und auch anders darauf reagiert. Ein Makler bietet Ihnen zum Beispiel den Vorteil, dass er im Vorfeld der Vermarktung erstmal eine Wertermittlung erstellt, ein hochwertiges Exposé produzieren kann, sehr wertige Bilder von Ihrer Immobilie anfertigt. Aber auch die Immobilienbesichtigungen sind hier ein wesentlicher Teil von dem Vermarktungserfolg von Ihrer eigenen Immobilie. Und wenn es natürlich ums Geld geht und die Verkaufsverhandlungen anstehen, dann ist es vielleicht auch gut, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der genau weiß, wie er jemanden zum besten Ergebnis bekommt. Fehler Nummer 4. Eine Anzeige aufgeben kann ich selbst. Viele Eigentümer gehen her und setzen ihre Immobilie vielleicht einfach erstmal in die Zeitung oder fangen an, ein Inserat in einem Immobilienportal im Internet aufzugeben. Es ist natürlich nicht nur mit dem Inserat getan, sondern zu einem Inserat, gerade wenn es jetzt im Internet ist, gehört natürlich eine Menge mehr dazu. Sie brauchen Bilder und auch Texte, um am Ende des Tages auch den Richtigen anzusprechen.
Und was passiert, wenn Sie den Preis gegebenenfalls falsch ansetzen, vielleicht auch zu hoch? Dann kann es mitunter natürlich auch schnell passieren, dass Ihre Immobilie zum Ladenhüter wird und sich gar keiner meldet. Gerade die Interessenten, die den Markt sehr genau beobachten, nehmen das natürlich wahr, und wenn Ihre Immobilie vom Preis her zu hoch eingewertet ist oder angesetzt ist, dann warten auch viele Interessenten erstmal auf die erste Preisreduzierung. Ja, was kann man dann machen? Also das Grundproblem ist eigentlich, dass viele Eigentümer sagen, ja, ich will jetzt erstmal nur das in einem Vertriebsweg ausprobieren und gehen dann halt erstmal nur eine Schiene. Es ist aber wichtig, gerade in der Vermarktung letztendlich alle Kanäle optimal anzusprechen. Bei einem Immobilienmakler wäre halt der Vorteil, der hat natürlich noch ein großes Netzwerk, was er selber mitbringt und tagtäglich auch mit diesen Leuten auch arbeitet. Aber zum Beispiel, es gibt auch nicht nur eine Immobilienplattform im Internet, es gibt halt auch mehrere. Und was passiert, wenn der eine Interessent, der vielleicht den maximalen Preis von Ihrer Immobilie zahlen möchte, Ihre Immobilie gar nicht sieht? Deswegen, eine Anzeige aufgeben kann nicht jeder. Fehler Nummer 5, die Immobilienbesichtigung. Das nimmt man manchmal als Eigentümer viel zu sehr auf die leichte Schulter. Wenn dann plötzlich die ersten Interessenten zu Ihnen nach Hause kommen und sich Ihre Immobilie anschauen, dann denkt man sich doch, Mensch, also meine eigene Immobilie, die kann ich doch am besten präsentieren. Aber gerade hier ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Punkt, nämlich ein Interessent, der sich Ihre Immobilie das allererste Mal anguckt, sieht die Immobilie natürlich mit anderen Augen, als Sie die sehen, wenn Sie jahrelang da schon wohnen und auch viele Erlebnisse da haben, feiern können. Und es ist auch so, dass ein Interessent vielleicht schon viel mehr technische Fragen einfach mitbringt, auf die man sich natürlich auch vorbereiten muss. Und der Interessent möchte vielleicht auch gar nicht die ganzen Geschichten hören, die Sie ihm vielleicht erzählen möchten, wie Sie irgendwann mal das Gartenhaus mit eigenen Händen aufgebaut haben oder wie der Ehemann das ganze Erdgeschoss gefliest hat. Das sind alles Dinge, die letztendlich auch in so einer Besichtigung doch sehr stark unterschätzt werden. 95% der Kaufentscheidungen von Interessenten entstehen einfach aus dem Bauch heraus. Dass, wenn Sie die danach fragen, dann sagen die, ja, wir haben uns hier wohlgefühlt, das Haus passt zu uns, deswegen haben wir es gekauft. Und gerade dieser Funken der Begeisterung, der schlägt halt in der Besichtigung über. Und auch hier ist natürlich der Fehler, sich auf sowas nicht vorzubereiten oder zu sehr auf eigene Themen einfach zurückzugreifen. Fehler Nummer 6, verhandeln brauche ich doch gar nicht. Ich sage einfach, welchen Preis ich haben möchte. Es ist halt so, dass ein Interessent einer Immobilie, aber auch Sie als Eigentümer der Immobilie, jeder möchte den besten Preis haben. Ihr bester Preis ist hier und der beste Preis vom Interessenten ist hier. Und jetzt kommt das Problem, dass Sie gucken müssen, dass diese Preise sich irgendwo treffen. Und ich glaube, es ist auch gang und gäbe, dass gerade bei Bestandsimmobilien immer ein gewisser Verhandlungserfolg von dem Käufer der Immobilie erwartet wird. Und diesen Erfolg darf man ihm auch nicht nehmen. Das heißt, man muss sich jetzt im Vorfeld natürlich schon strategisch auch darauf einstellen und auch vorbereiten, an welcher Stelle kann ich wie viel Geld nachlassen oder wo habe ich überhaupt Verhandlungsmöglichkeiten. Beispielsweise die Einbauküche, die letztendlich im Haus steht oder in der Wohnung. Kann ich die direkt mit in den Kaufpreis einrechnen oder nehme ich die später nochmal als Verhandlungsgrundlage? Das sind einfach Dinge, wo Sie sich gerade als privater Verkäufer extrem gut darauf vorbereiten müssen. Sie dürfen Ihrem zukünftigen Käufer das Verhandlungserlebnis und diesen Verhandlungserfolg einfach nicht nehmen. Bitte. Fehler Nummer 7. Für den Kaufvertrag gibt es doch den Notar. Viele Eigentümer machen sich im Vorfeld keine Gedanken, dass auch die vertragliche Gestaltung des Kaufvertrages ein wichtiger Punkt in dem Verkauf der Immobilie ist. Der Notar ist in der Regel angehalten, neutral zwischen den Vertragsparteien zu sein und sicherzustellen, dass der Käufer die Immobilie und der Verkäufer natürlich sein Geld bekommt. Aber was passiert mit mündlichen Abreden, wenn man irgendwelche Zugeständnisse gemacht hat?
Was ist mit der Einbauküche, die auch Vertragsbestandteil sein muss in dem Kaufvertrag? Oder irgendwelche Mängel, die in der Immobilie da sind, irgendwelche nassen Wände oder irgendwelche Dinge, die auch offensichtlich vorher waren. Wie werden die Sachen eigentlich abgesichert? Da machen sich viele einfach zu wenig Gedanken und gerade an der Stelle sind dann einfach nochmal Fallstricke, die dazu führen können, dass im Nachgang vielleicht nochmal Dinge passieren, die man nicht haben möchte. Deswegen auch hier mein Rat, achten Sie darauf, ein Kaufvertrag muss auch gut vorbereitet sein, um diese Dinge alle abzudecken. Ja, und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie auch mehr erfahren wollen zu dem Thema Immobilienwissen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal und über ein Like freuen wir uns immer wieder. Und wenn Sie Fragen haben zu dem Thema Immobilien, dann kommentieren Sie doch einfach unter diesem Video und stellen Ihre Fragen und wir können diese im nächsten Video behandeln. Vielen Dank und bis bald.